anscheinend einen kleinen Gegner, das ist auch perfekt. Ja. Zumindest ist sein Haupthaus schon abgeschnitten. Das war hier rein hier. Attacke. Und hier schicken wir drei. Oh, ein Katapult. Ah, da kann doch noch einer kommen. Ja, perfekt. Hier schicken wir zwei ran. Oh, noch eine Hütte. So macht das Spaß. So, sein Haupthaus steht immer noch. Die fighten hier immer noch kräftig und wir gucken mal, was hier so passiert. Aber da scheint auch unser letzter jetzt zu stehen. Also scheint so, dass wir dann nochmal was schicken müssen. Boah, kommt schon wieder einer raus. Dann müssen wir uns erstmal sortieren, was hier eigentlich los ist. Hier kommen ja überall, krauchen ja hier überall welche hin und her. Den Blick haben. Und zwar zackig. So, was sagt dein Haupthaus? Da steht immer noch mein letzter goldener Helm. Immer noch kommt immer wieder was raus da. Ah, scheint mir so, jetzt müssten wir auch mal Nachhut schicken. Schicken wir mal nochmal drei hin. Mal sehen, was er dazu sagt. Hier hat auch irgendwie was nicht funktioniert. Schicken wir nochmal drei. Und hier schicken wir zwei. So, das Ding. Was ist damit? Ja, das ist kaputt hier. Los, Attacke. Wir werden angegriffen, ist ja traurig hier. Hat er Pult beschossen. Interessiert mich alles nicht mehr, die Nachrichten. Wir wollen uns nach unten kämpfen. Achso, und der Müll hier, der missfällt mir auch ein bisschen. Da schicke ich auch mal gleich hier zwei hin. Ich soll das mal erledigen. So, jetzt kommen schon die Goldhelme aus seinem Haupthaus. Das ist schon mal sehr positiv. Attacke. Oh, und schon wieder der letzte bei uns da oben. Also sein Haupthaus ist echt gut verteidigt. Muss ich aber hier stehen. Haben wir da den Anschluss auch bekommen? Okay. Ah, ich will jetzt nicht hier sehen, haben wir das schon wieder verkackt? Das gibt's ja nicht, ne? Schicken wir nochmal drei an. Das ist mir auch real. Das konnten wir noch nicht angreifen, können wir auch noch nicht angreifen. Sagen wir hier zu, das haben wir erobert. Ja. Perfekt. Einheiten rutschen nach. Ah, ein Goldhelm. So, und wieder ran an sein Haupthaus. Hier stehen überall noch Kämpfer. Ah, das Ding haben wir inzwischen auch erobert. Und was macht hier oben das? Jo, perfekt. Na los, mach doch mal sein Haupthaus nieder. Kann ja nicht sein, dass er sich so zur Wehr setzt. Außerdem, warum wehrt er sich überhaupt? Ich meine, das bringt ihn doch nichts mehr. Vorhin waren doch schon die Goldhelme rausgekommen. Warum hat er jetzt auch immer so kleine Minisoldaten da noch?
die nicht schnell hergestellt? Geht doch in der Geschwindigkeit ja auch nicht. Oh Mann, ey. Also wenn die Fähnchen hier was zu bedeuten hätten, dann wäre das echt traurig. Aber ich glaube, beim Haupthaus zählt das nicht. Da sind die Fähnchen einfach nur hier, das ist das Haupthaus. Das ist mir ja, ich schicke hier auch 20 hin auf alle. Das ist mir. Und jedes Mal, wenn der jetzt hier eben weghaut, schicke ich halt eben goldene Nachgleich direkt. Was ist denn dazu? Das ist ja nicht. Kommen da gleich welche rausgekrochen? Jetzt baut der auch noch nebenbei. Spielt der? Der hat ja keinen Respekt vor seinem Eroberer. Oh, hier unten noch Papier. Hier hat nur noch Sphären stecken. Machen wir aber trotzdem. Weil wir versuchen ja wieder die gesamte Karte zu erobern. Manchmal ist echt mies mit der Maus hier. So, haben wir hier noch drei, ja. Hier kämpfen immer noch drei und immer noch kommen hier Minisoldaten raus. Ey, das ist ja, das nimmt echt kein Ende. Ja, ich schicke jetzt immer welche hinterher, bis wir das Ding hier platt haben. Was sagt denn hier die Statistik zu? Gib doch mal, wenn Militär macht, dann ist, kann doch nicht mehr haben. Das ist nicht möglich. Was hier gerade passiert, ist nicht irgendwo. Die auf keine Kuh haut. Fasse denn, ey, das ist wirklich, fasse dich. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Wirklich, da kann ich wirklich sagen, das habe ich noch nie gesehen. Der hat unendlich. Ey, jetzt müssen wir mal die Militärmacht hier die Statistik daneben halten. Der ist doch schon auf Null, oder? Dann gucken wir, was hier unten noch passiert. Oder ist noch so eine Hütte? So. Die Hütte will ich auch haben. Alter, das ist jetzt schon der innere Tod von mir. Nicht mehr zu sagen. Ist da was? Schickt jetzt mal noch zwei, dann haben wir ja schon fünf. Jetzt kommen hier schon von mir noch nicht mal Goldhelme. Das sind ja schon irgendwelche Vollassis, die hier angekrochen kommen. Oh, da unten haben wir auf jeden Fall erobert. Wenn auch scheinbar wieder einer nicht überlebt hat von meinen. Voll Asi. Zeitraffer einsetzen oder so. Sieht der ja nicht. Ja, oh, jetzt kommen stärkere raus. Jetzt sind es nicht mehr die kleinen. Wenn jetzt schon die stärkeren rauskommen, dann sind wir auf einem guten Weg. Wir sind auch um einen Goldhelm und kämpft gegen einen Goldhelm von mir. Wo kommt denn der her? Der cheatet doll. Na los, macht schon. Killt ihn. Kommt der wirklich irgendwie mit dem Goldhelm? Wie auch immer der. Wo holt der denn her? Achso.
Der kämpft jetzt, der muss von da oben sein, aus der Hütte. Aber nicht, dass er hier noch meine Hütte übernimmt. Nee, den haben wir gekillt. Oh, jetzt kommt da unten schon ein Goldhelm raus. Das ist perfekt, weil der durfte dann wahrscheinlich, denke ich mal, da wird er nur innen drin haben von. Hier geht's einfach von aus. Dann dürften wir nach dem das Ding gepackt haben. Aber der schafft wahrscheinlich meinen General, oder ist zu angeschlagen. Genau. Aber stehen da noch drei Generäle. Oh Mann, als ich den Tag angefangen habe, war es noch hell. Scheiß Winter. Los! Also jetzt machen wir langsam Sorgen. Ihr seht also, die sind wirklich stark. Ja! Ja! Oh Mann, wir haben den... Ich möchte den Ausdruck, was ich überhaupt nicht halte. Aber wir haben ihn geschafft. Perfekt. Und jetzt wollen wir den Mistkerl auch noch loswerden. So, dann schicken wir ihm mal das entgegen, was wir meinen, das könnte ihm wehtun. Und das wird ihm wehtun. Hoffentlich hat er nicht auch da 500 Viecher drin. Dann wird das Level ja noch 100 Stunden dauern hier. Ihr seht, er hat so was ähnliches wie Versuch gestartet, sich nochmal aufzubauen. Und irgendwie wieder kläglich gescheitert, dass wir ihm Steine fehlten. Übrigens gibt es da ein Remake von dem Spiel, was ich persönlich total misslungen finde. Die nächste Generation schimpft sich bitte und hat irgendwie total den Charme verloren. Außerdem ist mir, man kann nicht so cool rauszoomen. Also selbst der weiteste Zoom ist mir zu nah. Aber es war ein netter Versuch, sag ich mal, wirklich das Spiel nochmal aufzubeleben, aber irgendwo haben sie es nicht geschafft. Man hat auch nicht diesen Vorteil, dass der Gegner mit ihm richtig befreundet ist, also der Gegner greift einfach so an. Also mir hat es nicht gefallen. Ich habe ein paar Levels davon gespielt und dachte, naja gut, bevor du dich quälst, spielst du eine Runde Siedler 2 in Original nochmal. Das hat mehr Spaß gemacht. Ich finde auch diese Add-on-Levels hier nicht so wunderschön. Nur die Kampagne eigentlich an Südelungen und davon auch nur ein paar Missionen, also das Mission 7 oder 8 finde ich an Südelungen. Die, also die allerletzte sowieso, die macht ja keinen Spaß, das will mir auch Stunden, naja, tagelang halt abernten. Aber naja. Durchgespielt halt übrigens schon, also ist nicht so, dass ihr irgendwo Missionen habt, wo ich gesagt habe, nö. Aber die haben Missionen, die nervt haben, weil man immer wieder anfangen musste. Ja, jetzt haben wir auch den gelben. So, dann holen wir uns hier das letzte und dann haben wir das Ding offiziell hinter uns. Genau das wollte ich. Wir haben es geschafft, wir haben alles leer gemacht. Wir haben wirklich das komplette Level gesehen. Ich weiß nicht, wie lange es für euch gedauert hat. Für mich war es eine ewig lange Arbeit. Unglaublich. Ich hoffe, ich habe das so geschnitten, dass es für euch erträglich war. So sieht es aus, wenn man eine Militärmacht bildet. Und das nächste Level ist dann das Ödland und mein absolutes Lieblingslevel in dem Spiel. Übrigens auch so ein richtig schönes Level, wo man nur mit Katapulte arbeitet, also ich zumindest. Das macht echt Spaß da. Ja, haben wir noch ein paar Freite verloren. Oh, jetzt kommen meine Generäle und dann wird es schon ein bisschen schicker werden. Das werde ich nicht, genau. Wir haben das Tor erreicht und aktiviert. Der Weg ist frei. Sie haben das vierte Kapitel erfolgreich beendet. So, war eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder und spielen vielleicht nochmal das Ödland. Bis dann.